Es geht zur Kanone, es geht zur Kanone, es geht zur Kanone. Wo ist die Kanone hin? Wo ist die Kanone hin? Wir müssen zur Kanone gehen. Gehen, gehen, gehen. Da haben wir es. Was gefunden? Fehlanzeige. Nie im Leben ist in diesem Wald ein Riesenkugel beliebt. Toll, und warum soll der Plan für Bowser zur Abwechslung mal funktionieren? Es fehlt ihm an Langzeitstrategie. Er ist dickköpfig. Selbstsichtig. Warum er für sein kleines Hirn einen so großen Kopf braucht? Ihr Idioten, jetzt habt ihr ganz schön Ärger am Hals. König Bowser! Oh oh, jetzt gibt's Ärger. So, ihr Taugenichts, bewegt euch! Die Kanone lädt sich nicht von allein! Bowser ist der Größe! Das sind diese Arschkriecher. Eure Verlässlichkeit, die Kanone ist geladen und einsatzfähig. Alle Systeme bereit? Setzt ihn unter den Brand und rums! Wurde auch Zeit, lasst mich jetzt machen. Aufgepasst, Schergen, so wird's gemacht. Und Y! Und die Kanone wird gezündet und abgefeuert. Chip Daisy. So gesehen die arme Festung, würde ich fast sagen. Vorsicht, Metaboss, ein Riesenkugelwilli kommt auf die Festung zu. Sieht aus, als käme der aus dem Gröbchenwald. Was? Wird er die Festung treffen? Ja, Wumms, Bums, er wird uns die Festung zerstören. Und Krankenfried könnte gar verletzt werden. Und Krankenfried könnte gar verletzt werden. Ihr kennt den Plan. Was? Die Festung kann angehoben werden? Lol. Fail. Du Scheiße, das war mein Epic Fail. Auf zum Wald. Mit dem ganzen Schloss wollt ihr zum Wald? Jetzt seid ihr gefickt. Haltet ihr mich verrückt, aber es sieht so aus, als käme die Festung hierher. Was? Lol. Jetzt ist Feierabend. Ne? Schon dunkel? Ich will aber nicht ins Bett. Ach ja, was war das mit meiner Festung? Oh nein! Über euch! Hä? Fuck! Warum ist Bowsers Körper rot? Ist er jetzt tot? Hey, alles in Ordnung da oben? Keine Antwort. Das ist nicht gut. Wir sollen uns mal dieses Gebiet hier ansehen. Es hat gerade auf irgendwas reagiert. Oh oh. Grafkammer Schweif. Was seid denn ihr für Gestalten? Wir sind das Licht im Dunkeln. Wir bewahren Bowser. Wir sind Schutz im Unheil. Wir dienen Bowser. Wir sind Hämoglobine, allerdings viel weiterentwickelt als unsere Brüder. Wir sind Hämoglobine und sind Arme und Beine gewachsen. Bowser hat im Moment gefährlich wenig Energie, deswegen haben wir hier auf euch gewartet. Zunächst solltet ihr an den Hämoglobinen rechts speichern. Steigt danach in die Hämoglobode ein und dann müsstet ihr den Adrenalinfluss bereisen. Ja, wir wollen da mal reinsteigen. Wir müssen ihm wohl wieder etwas Adrenalin reinpumpen. So, was machen wir denn jetzt auf diesem Adrenalinfluss? Das ist wohl Adrenalin. Mario, kümmere dich um das rote Adrenalin mit A. Versuche das mit anfänglichem Adrenalin zu treffen. Und das ist für Luigi. Okay, das sollte klar sein, wie das dann funktioniert. Okay, alles klar, da brauchen wir jetzt keine Erklärung mehr. Und wenn wir ein falsches Kügelchen treffen, das mache ich jetzt mal, wird es aggressiv, könnte man sagen, und greift uns vielleicht an. Was ist denn das? Diese Art Adrenalin scheint etwas mehr zu vertragen. Mario, Luigi, ihr müsst euch gemeinsam darum kümmern. Das machen wir jetzt mal. Indem wir A und B gleichzeitig drücken. Und jetzt sind es schon zwei.
Autsch, das hat mich getroffen. Wenn euer Boot getroffen wird, verliert dein Herz. Okay. Autsch, mich hat alles getroffen, was mich treffen konnte. Scheiße. Nee, wir bereisen das jetzt noch einmal. So, jetzt aber mal mit ein bisschen mehr Konzentration hier. Kann ja mal nicht angehen. Ach so, wenn es noch aggressiv ist, kann ich es vielleicht noch kontern mit der anderen Seite in dem Fall. Das ist doch schon mal immer gut. Okay, mit viel Ruhe und Gemütlichkeit. Na, mein Gott, wieso bin ich jetzt schon dreimal wieder getroffen worden? Das gibt's doch nicht. Nochmal. So schlecht war ich in dem Spiel eigentlich noch nie. Warum bin ich jetzt da so schlecht, ey? Ich habe das Gefühl, lange nicht mehr gezockt. Das ist das Problem. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nicht immer gleich nach links, wenn ich das will, oder nach rechts. Ach komm, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt versage ich das schon wieder. Komm schon, das war's jetzt gleich. Ja, es ist voll. Ihr habt's geschafft. Okay, und damit ist die Energiekugel in Ink drin und seine Energie kommt zurück. Die müssen wir jetzt, wenn möglich, so schnell wie möglich ausschalten. Ich habe aber Schiss, mich dem anzunähern, weil der diese aggressiven Teile schießt. Okay, Achtung, Achtung. Okay, das war's. Wir haben die Energie freigeschossen und Bowser sollte wieder zurückkommen. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Und da hat auch der ganze Quark angefangen. Was? Was ist das? Die Festung, sie schwebt! Bowser ist gigantisch geworden. Und so hat auch das Ganze angefangen. Hä? Was? Was ist das? Holy shit. Groß? Nein, gigantisch. Wow. What? Oh. Oh, ja toll. Jetzt muss ich meinen Kopf mitbewegen, oder was? Na toll, da muss ich mich jetzt entschuldigen, Leute. Das ist jetzt saublöd gelaufen. König Bowser, ob das gesund ist, so schnell zu wachsen? Soll ich erklären, wie ihr eure Größe im Kampf nutzen könnt? Ja, machen wir mal. Los, erklär! Es ist mir eine Ehre, dir bescheidenen Beitrag zu leisten. Sieht aus wie Bowser, nur viel zu groß. Kundschafter! Findet raus, wer das ist. Überlasst das uns eure Metabossigkeit. Ah, sehr gut. Eine Gelegenheit, euren Schlag zu üben. Berührt das Symbol für Schlag. Nimm mal das hier. Schlag. Zum Schlagen des Touchpens entlang des Pfeils führen. Okay. Jetzt muss ich praktisch hier so... Beim Schlagen erscheint ein Pfeil auf dem Bildschirm. Führ den Touchpin entlang des Pfeils schnell nach rechts. Und zwar so. Beeindruckend! Ihr müsst schnell führen und je länger ihr führt, desto besser. Noch einmal? Nee, es wird jetzt aber ziemlich schwer für mich, weil ich wirklich meinen Kopf komplett drehen muss. Das ist scheiße. Ja, okay. Und jetzt der Feueratem, das ist mit Pusten, so wie ich weiß.
Jetzt muss ich nur gucken, wie das mit Pusten geht nochmal. Also klicken wir mal an, ich denke mal. Mit M? Wie spucke ich nochmal? Wie geht das mit dem Pusten? Nee, das will nicht pusten. Oh mein Gott, wie geht das mit dem Pusten? Nee, so nicht. Da habe ich Target gemacht. Oh Gott, wie geht's mit dem Pusten nochmal? Pusten, pusten, wie geht es nochmal? Was ist meine Tastenbelegung? Kurzen Moment, Leute. Auf einen neuen Versuch. Geht jetzt das Pusten? Tatsächlich, es geht. Ich habe jetzt tatsächlich ein Tutorial anschauen müssen, wie das aktiv werden kann. In dem Fall reicht nicht nur dieser Mikrofon-Input, sondern ihr müsst tatsächlich noch eine Soundvorlage haben. Ich schreibe es euch dann einfach in die Videobeschreibung, beziehungsweise mache ich vielleicht noch ein extra Video, wie das funktioniert, damit Bowser Feuer spucken kann, weil auf normalem Wege wird das ohne Soundfont nicht möglich sein. Das folgt dann einfach in einem anderen Video. Je länger ihr pustet, desto stärker wird der Feueratem. Noch einmal. Nein, in dem Fall nicht. Okay. Dann hat sich das doch geklärt. Was dauert da so lang? Geht noch näher ran, seht ihn euch genau an. Hey, der neue. Jetzt muss ich einen Gegenschlag machen. Okay. Ja, das läuft doch ganz gut. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Oh, nur mein Kopf tut langsam weh, wenn ich mich so lange bewegen muss. Scheiße, egal. Feuerball. Ach so. Cool, das sieht cool aus. Ah, okay, wenn ich zu viele spuck, dann werden die Feuerbälle klein und dann muss ich dementsprechend noch genauer zielen. Nee, der Boss, dieses Riesenteil, es ist wirklich Bowser. Was? Typisch. Er ist stur. Das erfordert drastische Maßnahmen. Oh oh. Und jetzt ist das Schloss direkt vor uns. König Bowser, zeig's ihn! König Bowser, gib ihm Saures! Ich mach das schon. Ich denke mal, ich gebe einen ordentlichen Schlag mal ab. Bam! Ja, das ist doch ganz ordentlich. Und jetzt versuche ich es mal mit einem Feuerspuckerle. Oh, das macht ordentlich Schaden. Und mit Feuerspucken kriege ich... Wow, fuck, jetzt habe ich geschlafen. Mist, okay. Mit Feuerspucken kann ich eigentlich so gesehen maximalen Schaden anrichten. Daher machen wir das jetzt gleich nochmal. Wow, okay, das war jetzt doch ein bisschen schlechter als gedacht. Aua. Okay, gut getroffen, auch wenn ich jetzt gerade meinen Kopf weiterhin schief legen muss. Oh, das ist ordentlicher Schaden, hey. Jetzt kommen diese Stachelkooper. Ne, Stachelpanzerviecher da. Nochmal Feuer spucken. Mit ordentlich Pusten natürlich. Heidenheit, das ist so scheiße, so zu spielen, ey. Okay, aber ich könnte einen guten Counter starten. Leck mich am Arsch. Gut, nochmal Feuer spucken. Und ordentlich pusten. Ja gut, wir machen immer mehr und mehr Schaden, das gefällt mir. Aber ich muss schauen, dass ich dieses Stachelviecher da töte, auf jeden Fall. Und ich muss gucken, wie ich das mache dann am besten. Vielleicht mache ich dann zwei Videodateien, wo ich es einmal komplett drehe. Okay, ich habe da schon meinen Einfall. Und wahrscheinlich werde ich dann auch einen neuen... Ja, wie sagt man dazu? Oh, jetzt muss ich mich erstmal wieder konzentrieren. Stirb, Mann! Ihr Drecksviecher, haut ab! Wenn ich euch die ganze Zeit... Oh oh, Pause. Okay, gut, ich habe alle besiegen können. Und ich denke, jetzt wird diese Feuertage den Rest erledigen. Mit ordentlich Pusten! Gut, die Festung sollte es nicht mehr überlebt haben und wir haben gewonnen.
Sogar Buhus fliehen. Aber wir haben unsere eigene Festung kaputt gemacht. Na, wie konntest du so groß werden? Jetzt zeigt sich, wer die wahre Größe besitzt, Kleiner. Das ist doch toll, ne? Na, du bist ein Feigling. Werde wieder normal, dann kämpfen wir. Aha, wir haben es fast zu Tode geprügelt, aber es kann noch fliegen. Coole Sache. Und wir haben es geschafft. Damit bekommt Bowser einige Erfahrungspunkte und einen Sternbonbon. Und es bekommt auch noch ein Level Up. Und zwar Bronzerang Silber. Und jetzt können wir zwei Bekleidungsstücke gleichzeitig tragen. Ich frage mich nur, was Bowser außer seinem Panzer noch tragen kann. So, was erhöhen wir? Ich guck mal im Angriff. Ne, schlecht. Warum? Ne, das ist jetzt auch schlecht. Der Angriff ist doch noch schlecht, gell? Ja, ich gehe mal auf KP. Und krieg leider eine 2. Schade. So, kann ich meinen Kopf bitte jetzt wieder drehen? Oh, danke schön. So, geht schon wieder. Gut. Ich denke, man kann dann auch da wieder Schluss machen. Und dann sollte man sich im nächsten Part von Mario & Luigi Bowser's Inside Story wiedersehen. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu lang oder nicht zu kurz ist. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Junge, Junge, puh, was war das denn? Ich habe nur versucht, dich wiederzuerwecken. Ich weiß nicht warum, aber du bist davon ziemlich plötzlich groß geworden. Wirklich? Das war super. Los, mach das nochmal. Ich will Krankvieh besiegen. Leider scheint das nur in wirklich kritischen Situationen zu funktionieren. Ach so, egal. Auch in Normalgröße bin ich unaufhaltsam. Untamable! Wir sind bald in meiner Festung und dann wird abgerechnet. Ja, und das machen wir dann, wie gesagt, im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in diesem Part und ciao, ciao.